Jungjägerausbildung in Norwegen. Die Leute sind hier schon seit 3 Tagen draußen. Hier ist ein wunderschöner Platz. Wir haben hier auch noch ein LAVO aufgebaut. Ich werde euch das mal zeigen. Das ist also, sitzen die. Hier ist ein Windskit und hier ist das LAVO und ist noch ein LAVO mit Ofen. Und das Tolle ist einfach, die Leute sind jetzt hier seit Tagen draußen. Die jagen auf Hasen und Flugwild. Und es ist schon beeindruckend. Es ist für mich auch sehr, sehr nah an der Natur, echtes Jagen, so wie ich mir das vorstelle. Also es ist einfach nur ein Traum, wer das hier erleben kann und wer so seine jagdliche Ausbildung mitbekommt. Heute stehen sie hinten hier an der Schützenkette und sind hinten an einem Pass. Abends hier Feuerchen, hier glimmt es noch und nochmal. Wunderschönes Beil. Leben hier draußen, einfach traumhaft. Fjelldykker mit dabei. So ein Hunde-GPS-Bad noch mit. So.